Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Jo, wir sind immer noch an der Ulmenküste. Nachdem wir in der letzten Folge hier am Adrator-Bogen wieder eine Vision hatten von Saganis Stammesältesten. Diesmal habe ich es richtig gesagt, juhu. Und jetzt wissen, dass er weiter in Richtung Ulmenküste ist, in Richtung Zwillingsulmen. Und zwar nach Norden irgendwo hin. Können wir aber ganz kurz nochmal nachgucken. Die lange Jagd. Die anderen Dörfler gaben Persok. Ja, wir fanden den Adrabogen bei Ulmenküste und erlebten eine weitere Vision. Dieses Mal war Persok in einem Wald von geschwärzten Bäumen und einstürzenden Ruinen umgeben. Bei ihm war eine Gruppe glamfantanischer Jäger. Hieravias kannte den von mir beschriebenen Wald. Er sagte, er befindet sich nördlich von Zwillingsulm. Genau. Sure. Das wäre dann also unser nächstes Ziel, wenn wir weiter nach Persok suchen. Jetzt hingegen müssen wir uns erstmal hier weiter umschauen, in dem Gebiet hier. Denn wir haben hier immer noch einen bösen Ogre. Also einen Ogre-Schamanen, um den wir uns kümmern müssen. Oh, Regenfäule. Ne, Will-O-Wisps. Okay, ein Kreis aus Regenfäule und Will-O-Wisps. Ja, Will-O-Wisps können halt übernehmen, was blöd ist. Aber wohl nicht mehr ganz so gut. So. Na, Palegina, du brauchst nicht Fenris weiterhauen. Der ist zum Glück wieder normal geworden. So, und hier ist Wasser. Oh, hier unten ist noch was, was wir pflücken können. Und dieser Adrastein, der sieht doch ein bisschen verdächtig aus. Das hier sieht aus wie ein Zugang. Seht ihr das? Sogar wie eine Treppe. Könnte noch eine Bedeutung für später haben. Aber gut, erst einmal. Ach ne, gucken wir uns erstmal hier drüben um, bevor wir hier oben weitergehen. Oh, wieder was zum Pflücken. Siedlerpfeil. Haben oder nicht haben. Okay, Ogre-Druiden. Bedeuten nie was Gutes. Das sind nämlich unsere Freunde, die besonders viel Schaden verursachen. Ein älterer Hirsch. Okay, Ogre-Druiden haben wir uns entdeckt. Viele Ogre-Druiden. Okay. Kannst du irgendwas machen, Sonnenstrahl? Ja. Du machst das. Hump. Okay, das ist nicht so toll. Du verwirr mal irgendeinen Ogre. So. Wir haben Kraftwand. Nein, die Seelenlanze, die total useless ist. Mach lieber sowas hier. Ogre-Oberin? Wow, Palegina sieht nicht gut aus. So, dann markier mal den Ogre hier. Du machst nochmal böse Geschosse. Am besten auf den Ogre-Druiden. Hm.
Palegina, du trinkst einen Heiltrank. So. Au, Edder, du trinkst so einen Gesundheitstrank. Und du heilst Edder am besten mal. So, ihr schießt alle auf den nächsten besten Oker. Und du bombardierst die Oberin mit solchen Geschossen. Okay, Palegina sieht wirklich nicht gut aus. Fenris und Imotax sind Itomax sind gefallen. Ihr könnt ruhig weiter auf die Oberin ballern. Kriegt ihr die tot? Ja, kriegt ihr tot. Was ist mit dem Ogre los? Der sieht sich überhaupt nicht beeindruckt. Wir brauchen eine Heilung. So. Ogerblut. Jede Menge Ogerblut. So, unsere Tierchen, denen geht's auch wieder gut. Eine Höhle in der Ulmenküste. Warum sage ich, kommt es mir so vor, als ob in dieser Höhle die Oberogerin ist? Tierchen bitte auch schleichen, danke. Also ja, wir suchen einen hohen Ogerschaman hier an der Ulmenküste. Der könnte sich gut und gerne dort verstecken. Hey, Dürrwurz. Okay. Ja, Ulmenküstenhöhle. Da könnte der gut und gerne sein. Oh, hier liegt noch was. Was wir einsammeln können. So. Dann geht's hier weiter. Wie vermutet habe, ist hier eine Brücke. Sagani sieht nicht mehr so frisch aus. Quiet. Dann fangen wir mal den Weg hier drüben über die Brücke. Und hoffen mal, dass hier nicht noch was Böses auf uns lauert. Also etwas richtig Böses, wie nochmal so ein Trupp Oger. Eine Antilope, wo sind wir jetzt gelandet? Wo führt der Weg bitte hin? Auch nach Zwillingsulmen. Jedenfalls ins erste Gebiet, ins Stelgier. Okay. Die waren jetzt so wirklich so schwierig. Es ist so kalt, bitte hilf mir. Wir haben jemanden gefunden. Okay. Sterbender Mönch. Der Mann auf dem Boden ringt nach Luft und hält sich die Brust. Als du ihn näher betrachtest, siehst du, dass sein roter Umhang die Schwere seiner Wunden verdeckt. Sein Gesicht wird weiß, die Blutlache umherum wird immer größer. Bitte, Reisender. Er streckt mühsam die Hand nach dir aus. Dem Mann auf die Beine helfen. Nein, stöhnt er und lässt sich aus deinen Händen fallen. Mach dir keine Mühe, dieser Körper ist eine zerstörte Hülle, doch meine Seele wird weiterleben, nur das zählt. Was ist passiert? Vergesslich, so fahrlässig, murmelt er. Blut fließt aus seinem Mund. Wunden auf den Fingerknöcheln von den morgendlichen Übungen. Er streckt seine blutige Hand zu dir aus. Die Stelgier, sie haben das Blut gedrochen. Dachten, sie hätten ihre nächste Mahlzeit gefunden. Der Mann greift hinab, um sein linkes Bein zu umklammern. Seine Finger gleiten über ein Stück Knochen, das aus seinem Knie ragt. Sie hatten beinahe recht. Der Mann seufzt und lächelt dich langsam und wissend an.
Wir wissen von dir, Wächter. Wir wissen, dass du André ehrlich behandelst, gerecht. Sein Gesicht wird blass und lächelt breit. Und ich brauche einen vertrauenswürdigen Freund, der meine Mission vollendet. Ruhig, lass mich deine Wunden versorgen oder zumindest deinen Schmerz lindern. Ich will nicht lügen, deine Sünden sind zu schwer, um dir zu helfen. Erzähl mir von deiner Mission, ihn von seinem Leid erlösen. Es wird schnell gehen. Erzähl mir von deiner Mission. Dies muss meinem Orden gebracht werden. Der Mönch greift kraftlos nach seinem Beutel und zieht daraus eine Schriftrolle eines Boten. Nimm das, krächzt er, und hält dir das Sendeschreiben hin. Es muss zum himmlischen Bäumchen gebracht werden. Gib es meinen Brüdern, sie werden dich belohnen. Nicht öffnen, ruft er mit brüchiger Stimme. Der Inhalt ist nur für meine Brüder bestimmt. Wenn das Siegel gebrochen ist, werden sie... Blut schließt aus dem Mund des Mannes, rote Ströme, die seinen Hals herabrinnen. Sein Kopf fällt zur Seite und sein Körper wird still. Das ist also ein Kampfmönch gewesen. Gucken wir uns mal die Schriftrolle an, die uns da gegeben hat. Also, wir untersuchen sie nur, wir öffnen sie nicht. Die Schriftrollenhülle bestimmt aus dunkler Eiche und sieht aus wie ein dünner Turm. An der Seite ist die Hülle mit 5 Wachssiegeln versehen, jedes mit einem eigenen Symbol. Einer kleinen Flamme, einer offenen Halbfläche, einem Halbmond, einer leuchtenden Sonne und einer Waage im Gleichgewicht. Die Siegel würden vermutlich brechen, wenn du versuchen sollst, die Hülle zu öffnen. Dann verstauen wir sie mal. Du verschaust die Schriftrolle in deinem Rucksack und ziehst weiter. Oh. Und dann verlässt er uns einfach, der Kerl. Gut. Oh. Wenn wir darüber wollen, müssen wir von der anderen Seite wieder. Okay, dann haue ich mal einen Speedgang ein. Wir haben nämlich schon bei der letzten Aufnahmesession ein bisschen viel Zeit verschwendet. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Weil immerhin haben wir es ja schon so weit geschafft, dass wir hier alles aufgedeckt haben, bis auf das Fitzelchen. Und das möchte ich mir auch noch gerne ansehen, bevor wir weiter nach Zwillingsulm reisen. Ein Zirkel. Ein Zirkel auf dem Boden. Gut, das heißt, wir können nach Zwillingsulm hier unten. Adrabogen, Ulmküstenhöhle, da muss der Unker drin sein, definitiv. Wir haben nämlich keinen Gegenstand hier, Kopfgeld. Nein, wir haben auch noch keinen Nalrand, den Weisen, getötet. Aber Palegina und Edda sind zwar angeschlagen für noch einen Kampf. Wie sieht es eigentlich mit Tränken aus? Ah, Palegina, du kannst den mal nehmen. Und die Stegia-Haut, die packen wir mal weg. Genauso wie die Falle. Na, ich glaube, vor dem nächsten Kampf trinkt die einen Schluck. Handwerk, Nahrung. Ixelmantel, Reispfanne. Perlholzhuhn, Rautei, Süßpastete. Wir können gerade nichts herstellen, weil wir nicht genug Zutaten haben. Also wir könnten die Einzelteile herstellen da, aber nö. Und ich glaube, das ramponierte Medaillon, das packen wir auch mal weg. Das scheint auch keinen größeren Wert zu haben. So, hier rein. Und dann nach Herdlied weiter. 12 Stunden Reisezeit. Gucken wir uns mal Zwillingsulm an. Ich schätze mal, in der Stadt werden wir auch wieder viel Zeit verbringen können. Ja, die Ladezeiten in Pillars of Eternity. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie schlechter geworden sind. Oh, Ringmauer abgeschlossen. Ja, geh mal weg, Schriftrolle. Ringmauer abgeschlossen. Das heißt,
Wir haben nur noch eine einzige Sache zum Bauen und dann ist unsere Festung fertig. Unsere angesehenen Leute, die bleiben noch ein bisschen.